Im Grunde spielt das gar keine Rolle, ob wir an einen Sonnenuntergang glauben oder nicht. Weder der Unglaube noch der Glaube ändert die Tatsache. An einem bestimmten Zeitpunkt wird die Sonne untergehen. Und ich denke, genauso ist das mit der Wiederkunft Jesu. Wenn der König wiederkehrt, er sagte selbst, eines Tages werde ich wiederkommen. Gott bezeugt in der Schrift, dass sich jedes Knie vor ihm beugen wird. Und ob wir daran glauben oder nicht, ist total unbedeutend. Aber ich bin Gott so dankbar, dass ich jetzt schon meine Knie vor ihm beugen kann. Je mehr ich über diesen König nachdenke, desto schwerer fällt es mir, aus dem Staunen herauszukommen. Dieser König aller Könige, der in seiner Hand den Kosmos hält, in dessen Wort Leben und Tod sind, er entschied sich, alles abzugeben, loszulassen für mich, für jeden Einzelnen von uns. Wenn ich mir so dieser Hingabe bewusster werde, dann stellt sich mir eine Frage, die mich einfach mein Leben lang nicht loslässt. Was tue ich für diesen König? Ich will nicht eines Tages, wenn ich vor ihm stehen werde, ihm in die Augen schauen und voller Beschämung meinen Blick senken. Was geben wir diesem König, der sich für uns vollkommen aufopferte? Im Grunde ist das alles, was ich mit diesem Album mitgeben möchte. Kommt, wir stehen auf für ihn.